Hallo und herzlich willkommen zu meiner Tank Review des M56 Scorpion, der neue TD der Amis, Tier 7. Ja, also, wenn ihr euch das Ding mal anschaut, dann wundert ihr euch vielleicht, was ist denn das hier? Was soll das? Was hat uns Wargaming denn hier gegeben? Im Vergleich, der T25-2, das sieht aus doch wie ein ordentlicher solider Panzer. Der T25-AT sieht wie ein ordentlicher Jagdpanzer aus. Aber das? Was ist das? Das sieht aus wie eher eine Flak, ein Flakgeschütz, ein etwas besseres. Und auch von den Stats her. Hitpoints, Engine, Topspeed, sieht alles relativ normal aus und dann BÄM! Hull Armor. 1, 1, 1. Ja. Ich glaube, das ist das am schwächsten gepanzerte Fahrzeug von allen Panzern in World of Tanks. Naja. Aber dann scheint er auch relativ viel Schaden rauszuhauen. Relativ, ja. Vergleich T25AT, doch, T25AT und T25-2 mit der, Moment, da muss ich noch fix den Turm kaufen. So. Drauf? Natürlich nicht. Ach komm, die Ketten auch noch. Ach, ist das nervig. Okay, dann halt die Ketten gekauft. Der Turm drauf. Kanone drauf. Achso, okay. Okay. Muss ich das bei dem auch machen? Gezeichnet. So. Dann haben wir T25AT, T25 und die Gun vom Scorpion im direkten Vergleich. 90. Hat der T25AT auch eine 90er? Selbst die 105er kommt nicht ran. Das ist sehr interessant. Vielleicht sollte ich die... die ganz direkt nehmen. Und bam. So, okay. Jetzt haben wir es. Im direkten Vergleich T25AT, T25-2 und Scorpion. Die schnellste, aber höchste Feuerrate hat der T25-2. Penetration hat unglaublicherweise der M56 Scorpion mit 219. Für Tier 7 ist das richtig gut. Der Schaden ist, sag ich mal, im Schnitt 240 bis 300 von den ganzen TDs auf Tier 7. Er hat auch die genaueste Kanone, 0,33. Nur mit der Aiming Time ist er etwas langsamer als die anderen. Ja. Ansonsten kann man nicht viel mehr dazu sagen. Ich werde euch trotzdem mal im Tankviewer das Damage Panel zeigen. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon. So, jetzt bitte nicht erschrecken. Und bam. Okay. Wir haben unglaubliche 10 Panzerung bei den Ketten. Ja! Und auch bei der Kanone. Juhu!
Ein Panzerung von 1, ja, beim grässlichen Vehikel. Und sogar 0 hier hinten bei der Kanone. Space Armor von 5. Ich sag mal, es sollte niemand irgendwelche Probleme haben, bei diesem Panzer durchzukommen. Aber wahrscheinlich ist die größte Stärke bei diesem Panzer schlichtweg der Tarnwert. Wahrscheinlich ähnlich wie ELC könnte man fast meinen. Oder ein Light Tank. Weil er ist wirklich richtig klein und ja. Das ist. Ich zeig's euch einfach in dem Gameplay. Bis gleich. So. Ach ja. Der gute alte Testserver bringt immer wieder schön die gleichen Fahrzeuge, die sobald sie neu rauskommen sind. Okay. Scorpion Party. Also die Motorleistung dieses Panzers ist so hoch, dass er auf jeden Fall sein Topspeed von, wie waren es, glaube 44 relativ gut erreichen kann. Auch nicht zu vergessen ist, dass er nur eine 90 Grad Drehung machen kann mit seinem Turm. Wenn man das hier Turm nennen kann. Tja. Ach, was soll der Camp? Es ist Testserver. Let's go for kills. Eigentlich kann ich HE laden gegen die gegnerischen Scorpions. Na? Na? Oh mein Gott! AT7! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Ich muss hier weg, sonst werde ich sterben. Das wird kein einfaches Gefecht. Was? Ati! Nein, was tust du da? Jo, so läuft's. Ach, also. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dieses Fahrzeug jemals kaufen werde. Aber ich glaub's fast nicht. Wargaming. Macht bessere Fahrzeuge.
Nicht so ein Ding wie das hier. Oh, vorsichtig runter. Mit nur einer Panzerung. Da kann jeder mit der HE das Ding auseinandernehmen. Bis zum geht nicht mehr. Jetzt haben wir noch einen Chiri. Ja, wo ist denn der? Chiri, wo bist du? Oh, da werde ich wahrscheinlich nicht mehr. Ach, okay, so ist okay. Es läuft. Ja, jetzt habt ihr gesehen, zu was dieses kleine Ding fähig ist. Kann guten Schaden raushauen, aber ich weiß nicht. Es ist jedem überlassen, dieses Ding zu holen. Aber empfehlen kann ich es nicht wirklich, weil, wie schon gesagt, die Panzerung die ist so niedrig, kann mit jeder HE von jedem Panzer in Sekundenschnelle rausgenommen werden. Das ist ein richtig klassischer Camper-Panzer, ja, also, nee. Aber wenn er euch gefällt, kauft ihn einfach. Und wenn euch dieses Video gefällt, kommentiert es, liked es und abonniert mich. Und wir sehen uns bei der nächsten Tank Review. Bye!